Klar, man kann sehr, sehr viele Stunden investieren, dafür auch die ganzen Wege abzulaufen, aber alles, was man unterwegs findet, kann man ab und zu doch mal durchlooten, nochmal erneut. Und ich auch gerade schon wieder eine 50-Minuten-Aufnahme. Ich glaube, ich werde jetzt noch ein, zwei Missionen machen. Und dann sollte das schon irgendwie machbar sein. So, Polizeistation. Versuche mal den Sender zu verstärken jetzt. Ödland, Ödland, Ödland. Schön, dass Sie noch leben. Hat es geklappt, Sir? Die Mission ist abgeschlossen. Wir haben den Sender. Endlich mal gute Neuigkeiten. Gute Arbeit, Sir. Ich war das nicht allein. Ich hatte Zivilistenunterstützung. Ich habe ihm einen Platz in unserem Team angeboten. Aber ich weiß nicht, ob er das Angebot annehmen wird. Bis er sich entschieden hat, kann er hier gerne sein Lager aufschlagen, sofern das nicht unsere Operationen stört. Es ist noch immer ein Platz für dich in der Bruderschaft frei, wenn Versteh du ihn ich. möchtest. Ich muss noch etwas länger darüber nachdenken. Wie du meinst. Wenn du dich entschieden hast, du weißt ja, wo du uns findest. Natürlich. Was ist los? Hast du nicht gelehrte den Mumm, Helen? Beizutreten? Du solltest noch mal darüber nachdenken, der stählenden Bruderschaft beizutreten. Nö, Wir nö. brauchen Leute wie dich. So stark braucht ihr mich jetzt nicht, denn ich habe eine andere Verpflichtung zu tun. Na, falsche. Meine Aufgabe schrieb mit dem Paladin. Keine Ahnung, was da los ist. Wenn tatsächlich Entschuldigung, kommt, Paladin Dance. Es ist noch immer ein Platz für dich in der Bruderschaft, wenn du ihn möchtest. Soll ich? Ach, großer Junge. Dein Angebot. Weil du ja Ödländer des Monats bist, nehme ich das gerne an. Es wäre mir eine Ehre, beizutreten. Dann ist das also beschlossene Sache. Halen, Reese, begrüßt den neuesten Rekruten des Erkundungsteams. Er ist ziemlich vielversprechend. Und mit der richtigen Führung hat er das Zeug dazu, einer der Besten zu werden. Erkundung, was? Also, wonach suchen wir? Mach dir da mal keine Gedanken drüber. Sprich mit Rice und mir, wenn wir hier fertig sind. Dann erklären wir dir alles. Also hast du beschlossen zu bleiben, was? Ich hatte erwartet, dass du dir deine Belohnung holst und dann verschwindest. Bist du sauer, weil ich bleibe? Vielleicht. Wir haben schon genug damit zu tun, Mutanten und wilde Ghule auszuschalten. Ich brauche nicht noch was, um das ich mir Gedanken machen muss. Reese, das reicht. Ob es dir passt oder nicht, ihr werdet lernen müssen, zusammenzuarbeiten. Und du solltest dir klar machen, was es bedeutet, zur Bruderschaft zu gehören. Wir sind keine Söldner. Wir sind eine Armee. Und wir haben unser Leben einem strikten Verhaltenskodex untergeordnet. Wenn du weiter bei uns bleiben willst, wirst du diese Grundsätze ohne Widerspruch befolgen müssen. Werd nicht frech. Keine Sorge, ich war schon mal in einer Armee. Wunderbar. Dann brauche ich keine endlose Ansprache zu halten und kann direkt zum Punkt kommen. Ich verlange nur zwei Dinge von den Leuten, die unter meinem Kommando stehen. Ehrlichkeit und Respekt. Du fügst dich in die Gemeinschaft ein. Ich gebe dir einen Befehl, du befolgst ihn. So einfach ist das. Bevor ich dich für weitere Aufgaben zu Halen und Reese schicke, gibt es noch eine Sache zu erledigen. Von diesem Tag an sollst du den Rang Anwärter tragen. Das ist nur ein Ausbildungsrang. Höhere Ränge darf ich nicht vergeben. Gut, in Ordnung. Wunderbar, Soldat. Ad Victoriam, Anwärter. Er weiß doch nicht mal, was das heißt, Halen. Ad Victoriam bedeutet zum Sieg. Für uns ist eine Niederlage nicht hinnehmbar, denn wir kämpfen für die Zukunft der Menschheit. Unser Schlachtruf ist viel mächtiger als jede Waffe, die du dir vorstellen kannst. Merk dir das. So, und jetzt melde dich bei Halen oder Reese für deine nächste Aufgabe. Wegtreten, Soldat. Mann, oh Mann. Das Gelehrte war ein Halen? Unglaublicher Sagt Kampf, dir Rice war immer die kalte Schulter? Zuzusehen, wie es diese Ghule zerfetzt. Warum hasst er mich? Er hasst dich nicht. Rice gehört mit Leib und Seele der Bruderschaft. Für ihn gibt es sonst nichts. Sie ist seine Familie, sein ganzes Leben. Wenn etwas anderes auf den Plan tritt und ihm in den Weg kommt, schiebt er es beiseite. Ich werde ihm von jetzt an aus dem Weg gehen. Das wäre wohl am besten. Gib ihm Zeit. Er kommt schon noch zu Sinnen.
Bist du bereit, deinen ersten Auftrag anzunehmen? Natürlich. Was genau macht ein Gelehrter bei der Bruderschaft? Wir tun alles, was die Piloten und Soldaten brauchen, um ihre Mission durchzuführen. Alle Forschungen, Reparaturen, taktische Planungen, so ziemlich alles. Wir übernehmen die technischen Aufgaben. Ich bin ein Einsatzgelehrter und daher mit den Soldaten unterwegs. Manchmal drücke ich auch gerne selbst den Abzug. Aber keine langweiligen Einzelheiten mehr. Mhm. Bereit. Großartig. Ich erzähl dir, was zu tun ist. Eine der wichtigsten Aufgaben der Bruderschaft ist das Finden und Erhalten von Technologie, die bei den Bombenabwürfen verloren ging. Ich habe eine Liste mit Orten, an denen sich Artefakte befinden. Hol sie, damit unsere Gelehrten sie katalogisieren und studieren können. Hier, mit diesen Informationen solltest du dein erstes Artefakt finden können. Viel Glück und sei vorsichtig. Hoffen wir mal. Ist hier noch was drin? Oh man, könnte aber wieder ein bisschen was reinpacken. Ich brauche ein bisschen Munition. Hallo. Gut, raus damit. Was für eine Nummer ziehst du hier ab? Jetzt mach mal halblang. Dir kann ich es ja gar nicht recht machen. Recht machen? Darum geht es hier gar nicht. Ich versuche nur zu verstehen, was du hier willst. Du bist nicht fürs Militär gemacht. Du bist ein Einzelgänger. Also kapiere ich nicht, warum du noch hier bist. Du hast, was du wolltest. Also warum ziehst du nicht weiter? Bruderschaft könnte meine beste Chance sein, meinen Sohn zu finden. Nun, das ist tatsächlich ein ziemlich guter Grund. Gut, ich will mal nicht so sein, weil Dance dir vertraut. Aber wenn du aus der Reihe schlägst und meine Brüder und Schwestern in Gefahr bringst, sorge ich dafür, dass du das bereust. Also, bereit für deinen Auftrag, du Held? Bereit. Dann hör zu, ob es dir gefällt oder nicht. Eine unserer wichtigsten Aufgaben im Commonwealth ist die Müllbeseitigung. Ich rede von Mutanten, Ghoulen, Synths, den Ausgeburten, die die verdammten Eierköpfe mit ihren Spielzeugen erschaffen haben. Es ist ganz einfach. Alle Einzelheiten findest du direkt hier. Komm erst wieder, wenn die Aufgabe endet. Dann guck mal auf der Karte. Wir fangen mit der Reinigung an. Und das. Was jetzt gleich näher ist. Aber der Super-Duper-Markt war, glaube ich, auch bei der Fabrik. Wenn das der gleiche ist, wäre das gut. ...50 Meter in die Richtung, okay. Shows. Er gab mir doch so eine Laserpistole, oder nicht? Lasergewehr. Nein. Nimm. Scheiß stinkenden Ghule, ey. Oh, Gold, du.
ein bisschen einsammeln hier, Fortrix Geld. Oh, ist dahinter was? Nicht ernsthaft, oder? Das ist zu stark. Wie schön. Ah. Nehmen wir doch mal gerne auf. Und du? Frech werden hier, oder was? Blöder Affe. So, scheint da wohl eine U-Bahn zu sein. Werden wir uns mal ein bisschen da unten drunter unterhalten.